Hier sind Christina und Walter mit deinem Podcast Erfolgreich Glücklich Sein. Dein Podcast, der dich dabei unterstützt, in dein ganzes Strahlen, in dein Potenzial und in die Erfüllung deiner Herzenswünsche zu kommen. Und wir haben heute noch eine Frage aus einer Q&A, die wir noch beantworten möchten. Und zwar fragt die Teilnehmerin, wie kann ich es hinbekommen, auf der Mangelwelle, so nennt sie das, zu reiten, beziehungsweise wieder zügiger zur Füllewelle zu kommen? Welche Brücken kann ich außer dem vorgestellten Türsteher hier bauen? Ich glaube, da müssen wir erstmal ein paar Sachen erklären. Erstmal die Welle, von der sie spricht, da haben wir in einem anderen Podcast auch schon mal drüber gesprochen, dass wir entweder von den Wellen des Lebens gewaschen werden, sozusagen, so die brechen über uns zusammen, oder wir können sie eben surfen. Das war dieser Surf-Podcast. Und der Türsteher, den sie meint, der kommt aus der Morgenmeditation, wo wir einen Türsteher zur Zukunft installieren, der uns immer wieder erinnert, okay, wie wollen wir denn eigentlich sein? Wie wollen wir mit dem Leben umgehen? Wie wollen wir im Leben sein? Vielleicht auch im Thema Fülle. Und Mangel kann sehr viel mit dem Inneren in mir zu tun haben. Das heißt, ich kann im Grunde gar nicht so richtig 100% in eine absolute äußere Fülle kommen, wenn ich mich in mir selbst schon mangelhaft sehe. Mangel im Sinne von mich selber nicht so annehme, wie ich bin, mich selbst nicht wirklich liebe, mich selbst nicht so anerkenne, meine Gaben nicht so sehe, all die Stärken, die ich habe, gar nicht so wirklich wertschätze. Das heißt also, im Thema Mangel und Fülle, da geht es auch sehr viel um Wertschätzung. Um Wertschätzung meiner selbst, um Wertschätzung all dessen, was ich schon auch wirklich geschafft habe. Darum geht es zuerst mal. Und je mehr ich mit mir selber zufrieden und glücklich bin und mich in einer inneren Fülle fühle, umso leichter kann eine äußere Fülle dann auch irgendwann, ja, sich manifestieren. Dann überhaupt erst kann eine Füllewelle auf mich zukommen. Und diese Füllewelle, die hat jeder von uns verdient. Auch wenn der eine oder andere vielleicht das Gefühl hat, nee, also bei mir ist das anders, oder sich eben sehr im Opfer fühlt, weil eben das Leben sehr ungerecht mit ihm umgegangen ist. Und ja, im Thema Fülle muss man schon sagen, es gibt sehr unterschiedliche Ausgangssituationen. Das ist einfach so. Wenn man hier in unseren Breiten schaut, geht's uns relativ gesehen wirklich sogar sehr gut im Vergleich zu anderen Völkern oder anderen Kontinenten, in dem Mangel noch ganz anders ausgebreitet ist, wo sie wirklich kaum was zu essen haben oder eben nur so die Grundnahrungsmittel haben, eben keine Luxusgüter. Die Frage ist, ob sich manche von diesen Menschen nicht sogar reicher und mehr in der Fülle fühlen, weil sie eben zum Beispiel mehr im Kontakt mit Familie, mehr im Kontakt mit Natur oder mehr im Kontakt mit dem, was sie umgibt sind. Also mehr in einem Selbstverständnis ihres eigenen Lebens. Und so ist es also, Fülle und Mangel erstmal unabhängig vielleicht zu sehen von dem, was du jetzt an Reichtümern hast oder auf deinem Bankkonto, sondern es ist ein Gefühl. Es ist ein Gefühl, und das hat eben ganz eng mit dieser Wertigkeit zu tun, die du gerade gesagt hast, dass wir sagen, ich bin ein wertvoller Mensch. Also der Selbstwert hat sehr viel mit dem Füllegefühl zu tun. Also fühle ich mich voll im Leben, fühle ich mich auch im Fluss des Lebens, oder bin ich eigentlich konstant am Kämpfen? Und das kannst du auch sein, konstant am Kämpfen, wenn du 1 Million auf dem Konto hast. Das ist genauso möglich. Und du kannst dich auch extrem arm fühlen, wenn du in Monaco auf deiner 20-Meter-Yacht sitzt und nebendran ist eine mit 150 Metern, wo du sagst, boah, ich habe einfach nicht genug Geld. Also es ist immer ein relativer Blick auf das Ganze. Möglicherweise hast du aber natürlich, wenn du jetzt ganz, ganz viel Geld hast und hast dennoch irgendwelches Selbstwertthema noch, dann kann es durchaus sein, dass du einfach mit Geld schon so dermaßen selbstverständlich groß geworden bist, dass das überhaupt nicht das Thema ist. Das heißt, Geld wird dann vielleicht gar nicht so besonders wertgeschätzt oder ganz hochgehoben, weil es immer da war und weil man es anders gar nicht kennt. Das heißt, das Thema Geld, wenn wir jetzt mal darauf gehen, Fülle ist weitaus mehr als Geld für uns. Aber wenn wir das jetzt mal beschränken auf dieses Thema Geld, in dem es sich ja auch sehr schön auswirken kann, dann hat das viel mit dem zu tun, was deine Glaubenssätze über Geld beispielsweise sind. Also wie denkst du denn über Geld? Was ist denn Geld für dich? Wenn jemand schon immer mit Geld groß wurde, dann ist es etwas ganz Normales mit ihm. Er hat dieses Gefühl von Fülle, was das Geld anbetrifft, einfach mitbekommen und er kennt es gar nicht anders. Und deshalb ist es ein Stück weit in seiner Energiewolke enthalten. Und etwas anderes kann er gar nicht
quasi als Ergebnis produzieren, weil es nur so kennt. Das heißt, natürlich ist das, was du gesagt hast, dass Menschen mit einer anderen Ausgangsbasis dann entsprechend auch ganz anders durchstarten können. Das ist tatsächlich wahrscheinlich so. Und wenn du mit viel Mangel groß geworden bist, egal was für eine Art Mangel das war, dann kann es sein, dass du das mit in deiner Energiewolke hast. Das heißt, dass du automatisch Mangel erstmal produzierst und in dein Leben ziehst. Und da dürfen wir natürlich schauen, was für eine Art Mangel war das denn? Vielleicht war das schon damals der Mangel an Aufmerksamkeit, der Mangel an Liebe, der Mangel an Wertschätzung. Und all diese Punkte werden dazu führen, dass du auch feststellen wirst, dass sich in einem Opferbewusstsein, und davon haben wir ja schon oft gesprochen, fühlst du dich als Opfer oder fühlst du dich als Schöpfer? Wenn du im Opfer bist, wirst du sehr wahrscheinlich auch im Mangel bleiben, weil das sehr miteinander zu tun hat. Denn wenn ich damals Mangel erlebt habe in Aufmerksamkeit, in Liebe, in Wertschätzung, vielleicht auch sogar im Geld, dann bedeutet es nicht, dass ich das jetzt als Erwachsener automatisch so weiterführe, sondern es bedeutet tatsächlich, dass ich mich wieder auf den Fahrersitz meines Autos begeben kann und sogar muss vielleicht, um nochmal hinzugucken, um wirklich die Verantwortung zu übernehmen dafür, was jetzt gerade da ist. Nicht zu sagen, oh Mann, die Welt ist so schlecht und ich habe den Job und da kriege ich nicht genug Geld und mein Chef ist schuld, sondern wirklich zu sagen, okay, ich habe damit was zu tun, ich erschaffe. Ich habe also im Moment irgendwie noch eine Mangelwelle erschaffen, warum auch immer. Sie ist da, egal in welchem Bereich. Und jetzt übernehme ich die Verantwortung dafür und ich schaue einfach nochmal zurück und decke alles auf, was mit dieser Mangelwelle zu tun haben kann. Und wie wir schon gesagt haben, zu tun haben kann das, was du erlebt hast, zu tun haben kann das, was du vorgelebt bekamst, zu tun haben können all die Glaubenssätze über Geld in dir, zu tun haben kann dein eigenes Gefühl zu dir selbst und jedes andere Gefühl, in dem du dich im Mangel fühlst, kann damit zu tun haben, dass Mangel noch im Leben ist. Und natürlich auch der Fokus. Worauf richtest du denn deinen Fokus im Moment? Bist du so getrainiert worden und vielleicht auch konditioniert worden, dass deine ganze Aufmerksamkeit immer nur zum Mangel geht? Also zu dem, was noch nicht toll ist, zu dem, was noch nicht in der Fülle ist, anstatt zu dem, was schon alles da ist. All das produziert deine Mangelwelle. Und je mehr du davon im negativen Sinne hast, umso größer ist die Mangelwelle. Letztendlich ist es also das Mindset, wie man so schön neudeutsch sagt, das Mindset, deine Gedanken oder das gesamte Gedankennetzwerk, was du zum Thema Geld und Fülle und Wohlstand oder was auch immer du jetzt mit Fülle verbindest, eben in dir entwickelt hast. Und das Schlimme daran ist oder das Schwierige daran ist, dass es eben 95% unterbewusst ist. Das ist etwas, was nicht klar da ist. Wir merken es nur, wenn wir reagieren auf etwas, zum Beispiel auf den jungen Porsche-Fahrer, der gerade da mit seinem Porsche vom Café parkt und aussteigt. Was kommt da in dir hoch, wenn der gerade mal 20 oder 18 ist und er fährt Porsche? Was ist da für ein Gedanke da? Und wir fragen das immer ab auf unseren Seminaren und da kommen natürlich dann so Glaubenssätze wie, ach ja, ja, der ist mit dem goldenen Löffel im Mund geboren worden oder der musste nie was arbeiten und der kriegt das Geld von dem Papa oder von Mama. Der hat sicher nichts dafür geleistet. Also darunter liegt wieder der Glaubenssatz, ich muss leisten, um Geld zu haben. Ansonsten ist es vielleicht unanständig oder nicht okay. Aber nicht nur das. In dem Moment, wo du anderen Menschen ihre Fülle neidest, bist du in einem sehr unguten Gefühl. Du bist in einem Gefühl von Neid und Missgunst. Und ich glaube, das kennt jeder von uns. Aber Neid und Missgunst wird Fülle absolut von dir weghalten. Das ist leider so. Das heißt, es ist so toll, dass du jetzt gerade diese Glaubenssätze nochmal aufzeigst. Wichtig ist auch, was du dabei fühlst, wenn du diese Glaubenssätze hast. Genau, ich möchte nochmal zurückgehen zu diesen Glaubenssätzen, weil es sind so unterschiedliche, die eben in dir sein können. Und du bekommst natürlich mehr Einblick in diese Glaubenssätze, wenn du dich beobachtest, wie du reagierst im Leben. Wie du reagierst auch zum Beispiel, gönnst du dir selbst etwas? Oder gönnst du eigentlich immer nur den anderen was? Zum Beispiel, du kaufst immer teure Geschenke für die anderen und für dich den billigen Scheiß. Das könnte auch ein Indiz dafür sein, darunter liegt etwas. Und das hat vielleicht wieder mit einem Glaubenssatz mit Wert. Ich bin es nicht wert und ich habe es nicht verdient zu tun. Das übrigens auch sehr, sehr viele Menschen in sich tragen und sich wundern, dass eben die Fülle nicht zu ihnen kommt. Weil unterbewusst ganz unten drunter noch so ein Glaubenssatz ist wie, ja, ich habe es nicht verdient. Ich muss mich anstrengen, um etwas zu bekommen. Ansonsten darf ich es auch nicht annehmen. Oder, dass vielleicht die Eltern auch nicht besonders viel Geld hatten und du sie auch nicht beschämen willst, indem du jetzt plötzlich ganz viel Geld hast. Also es gibt die verrücktesten Glaubenssätze, die dort zutage treten können. Und daher
Beobachte dich, wie du reagierst auf Reiche, auf Arme, auf Menschen, die in vielleicht auch in einer energetischen Fülle ist, mit vielen Freunden, mit viel Glück, mit viel Freude. Das ist ja auch eine Fülle. Wie reagierst du auf diese Menschen? Und wenn du dich selbst mal in ihre Position setzen würdest, wie würde sich das wohl anfühlen, wenn du dort bist, in dem Porsche, in der Fülle der Liebe und Freude und Begeisterung der anderen, wenn du im Mittelpunkt stehen würdest, wie würde sich das als erstes anfühlen? Und da könnte es sein, dass da etwas hochkommt von, eigentlich darf ich hier nicht sein oder das steht mir nicht zu oder. Und so bekommst du immer mehr Einblick in diese unterbewussten Mechanismen, die letztendlich das Geld von dir fernhalten oder eben die Fülle, wie auch immer du sie definierst. Und wichtig ist natürlich auch, was ist denn für dich überhaupt Fülle? Je mehr du darüber Klarheit hast, was für dich Fülle bedeutet und das vielleicht sogar jetzt auch mal aufschreibst, was ist Fülle für mich und wie fühlt sich das an? Umso mehr kommst du auch dahinter, was du eigentlich überhaupt mit dieser Fülle möchtest. Wofür möchtest du denn Fülle? Warum ist dir das so wichtig? Und was glaubst du erst dann machen zu können, wenn du diese Fülle hast? Weil womöglich kannst du all das, was du dann erst machen würdest, schon heute tun, in einer anderen Art und Weise. Viele Menschen, die wir treffen, wünschen sich Fülle, damit sie frei sind. Dieses Gefühl von Freiheit und alles machen zu können, was sie wollen. Die Frage ist diese Freiheit nicht vielleicht in dir noch nicht erlaubt? Also bist du vielleicht die oder derjenige im Moment, der sich diese Freiheit nimmt? Und wie kannst du sie dir selber heute schon schenken und heute schon mit deinen Mitteln Freiheit leben? Denn je mehr du das lebst, was du dir erwünschst, irgendwann in der Zukunft, über diese Fülle, je mehr du das jetzt schon lebst, umso mehr wird sich deine Energiewolke verändern und du wirst das, was du dir eigentlich sonst immer in die Zukunft projiziert hast, schon jetzt erleben und damit es sehr viel schneller und sehr viel mehr in dein Leben ziehen. Ich möchte nochmal den Begriff Energiewolke erklären. Das ist, kannst du dir vorstellen, wie so eine Art Ausstrahlung, die du einfach in deinem energetischen Umfeld sozusagen verbreitest. Und du kannst es dir auch vorstellen wie eine Radiosendung, die du eigentlich konstant sendest. Und diese Radiosendung ist sehr unterbewusst. Sie läuft einfach ab. Warum? Weil du nie hinterfragt hast, ob du das wirklich nach außen geben willst. Nur das Interessante ist, wenn in dieser Radiosendung eben sehr viel selbst minderwert ist oder auch das Gefühl, dass du dich anstrengen musst und das Geld schmutzig ist und Reiche unanständig oder was auch immer da in dieser Ausstrahlung drin sein könnte, dann reagiert der Rest des Universums genau darauf. Wenn du so willst, das Universum, das Feld oder eben auch die anderen Menschen reagieren auf das, was du bist in dieser Ausstrahlung und nicht auf das, was du gerne wärst. Und genau da ist dieser kleine Knackpunkt auch in unserer Visionsarbeit. Das heißt, wenn du deine Fülle Verhinderer erstmal alle angeschaut hast, wenn du entdeckt hast, was dir die Fülle vom Leib hält und diese Blockaden löst und dann in die Zukunft gehst, dann geht es darum, ein neues Ich aufzuladen, also eine Version der Zukunft aufzuladen, die du erleben willst. Und nicht im Sinne von, boah, das wäre schön, sondern du gehst hinein in diese Zukunft und erlebst sie, als wäre sie jetzt. Und dann, in diesem Moment, wenn du dort bist, hast du eine andere Radiosendung, die ins Universum geht. Und genau darauf reagieren wieder die Menschen bzw. das Leben. Und das ist etwas Faszinierendes. Je länger du also diese Radiosendung in dieser Art produzierst oder ablaufen lässt, wie du sie gerne hättest, umso mehr wird dein Leben sich verändern. Und dazu braucht es eben die beiden Wege, wie bei uns in der liegenden Acht beschrieben. Wir schauen eben in unserer Methode einmal, was ist jetzt los? Dann schauen wir in die Vergangenheit. Wie bin ich so geworden? Welche Glaubenssätze sind da? Welche verdrängten Gefühle? Und dann gehe ich hinein in die Zukunft und gehe in diese Möglichkeit hinein und lade sie auf und erlebe sie. Und das ist etwas, was dein Gehirn verändert, was deine ganze Ausstrahlung verändert und was dich dann mehr und mehr Schritt für Schritt zu einem neuen Ich bringt, das dann auch etwas anderes anzieht. Das heißt, wenn du dich in der Fülle fühlen möchtest, dann darfst du schon heute und jetzt in der Situation, in der du bist, Dinge in dir hervorrufen, produzieren, erleben, die dich in der Fülle fühlen lassen. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Das heißt also, selbst wenn du in einer Situation bist, wo wenig Fülle da ist, in auch jedem Lebensbereich, fokussiere dich heute und jetzt darauf, worauf du jetzt oder wofür du jetzt schon dankbar sein kannst. In dem Moment, wo du Dankbarkeit fühlst,
ist es ein Gefühl von Fülle und Glück und Freude. Und genau diese Gefühle von Glück, Freude, Leichtigkeit und Dankbarkeit werden mehr davon produzieren. Und egal, was du jetzt gerade schon besitzt, ist es immer möglich, jetzt in dir selbst dieses Gefühl von Fülle hervorzurufen. Und das ist etwas, was du üben darfst, damit du mehr Fülle in dein Leben holst. Das heißt also, egal wie viel Geld du jetzt hast, um es mal wieder darauf runterzubrechen, kannst du schauen, dass du vielleicht sogar auch ein bisschen was davon teilst. Denn das Teilen, wirst du merken, wird diesen Geldfluss bestärken. Es wird ihn unterstützen. Bedeutet jetzt nicht, dass du natürlich alles, was du hast, weitergeben sollst, um Gottes Willen. Aber du kannst damit anfangen, dass du dir zum Beispiel immer in deinem Portemonnaie ein paar kleine Scheine reingibst, sodass du, wenn du unterwegs bist, immer das Gefühl hast, ja, da ist Geld in meinem Portemonnaie. Ich habe das früher so gemacht, dass ich ganz viel Kleingeld mitgenommen habe. Dann habe ich immer das Gefühl gehabt, in meinem Portemonnaie ist was drin. Und das hat mir geholfen. Und dann habe ich immer auch es geliebt, dieses Kleingeld auch zu teilen. Und da es ja wirklich ganz kleines Kleingeld war, war das auch überhaupt kein Problem. Und der andere hat sich auch gefreut. Also zumindest hatte ich das Gefühl, dass er das wertschätzt, weil ich es gewertschätzt habe. Und er sich gefreut habe, dass ich das, was ich habe, teile. Und je mehr Geld du hast, umso mehr dieser Scheine kannst du dir in dein Portemonnaie tun, um sie auch wiederum ein Stück weit mit den anderen zu teilen. Genauso wie dein Lächeln, genauso wie irgendwelche anderen netten Dinge, die du geben kannst, einen Kuchen selber backen und dir mit der Nachbarin teilen. Oder irgendwelche anderen Dinge, die dir Freude machen, mit anderen zu teilen, ohne etwas dafür zu wollen, wird dieses Gefühl von Freude, von Dankbarkeit, von Geben teilen und damit etwas in den Fluss bringen, was im Moment noch stagniert. Ich glaube, dass der größte Fülleverhinderer ist Neid, Missgunst und auch Geiz. Ich glaube, das sind Dinge und so dieses alles um sich scharren und versuchen, möglichst nur für sich selber etwas hier hinzukriegen oder Ellenbogen denken und bloß nicht Wissen teilen oder Freude oder sonst irgendetwas. Das ist, glaube ich, etwas, was zu sehr viel Einsamkeit und Mangel führt. Und je mehr du das loslässt, falls du es mitbekommen hast, glaube ich jetzt gar nicht bei unseren Zuhörern, aber das ist zumindest wirklich ein maximaler Fülleverhinderer. Und da gibt's ja auch eine tolle Idee, dass man zum Beispiel auch mit Rechnungen anders umgeht, dass man sich überlegt. Ich liebe das. Wer hatte die Idee? Ich hab's Ken Honda. Ken Honda ist sowieso der allerbeste, wenn du mehr zum Thema Fülle wissen willst in Bezug auf Geld. Da ist er wirklich ein Vorreiter. Er redet immer über Zen Money, über Zen Happiness. Und all das hat damit zu tun, diesen Geldfluss in den Fluss zu bringen. Und übrigens habe ich darüber mit ihm ein Interview geführt bei den Greater Beim Online-Festival und das war ein wunderbares Interview. Also wenn du dir dieses Paket noch gönnen möchtest, da sind ebenfalls so viele wertvolle Impulse für dich dabei, die du nutzen kannst, um deinen Fluss im Leben, deinen Geldfluss, deine Welle wieder so zu reiten, wie du dir das wünschst. Da sind so viele gute Impulse und auch das ist wichtig, dass du dir so etwas gönnst, dass du dir Unterstützung holst, dass du nicht immer glaubst, du musst alles alleine machen und ich bin jetzt zu geizig, um mir den einen oder anderen Coach zu leisten, sondern ich nehme dieses Geld in die Hand, weil ich mich wertschätze und weil ich weiß, mir wird das was bringen. Alleine Ken Honda zu hören, kann bahnbrechend sein. Aber jetzt gerne zu deinem Beispiel. Genau. Erzähl nochmal, wie geht er mit Rechnungen um? Das hat mich sehr, sehr, wirklich, wirklich sehr beeindruckt, denn das mache ich jetzt auch so. Zum Beispiel, was Steuern zahlen anbetrifft, meint er, dass es wirklich wichtig ist, mit jeder Rechnung, die du zahlst, dass du fühlst, dass es sicher und wertvoll ist, das zu tun, dass es einen Sinn macht, dieses Geld jetzt zu geben, weil der andere dann wiederum in der Lage ist, seine Rechnungen zu bezahlen und weil das auch eine Wertschätzung ist für das, was du erhalten hast. Und so mache ich das jetzt immer, wenn wir Steuern zahlen, dass ich mir denke, toll, dann bin ich ein wertvoller Teil dieser Gesellschaft. Also zumindest ein Teil, der andere unterstützt damit. Egal, wofür sie es letztlich verwenden, vielleicht für die Infrastruktur, vielleicht für die Bezahlung der Politiker, vielleicht für die Unterstützung von Hartz-IV-Menschen, die einfach gerade keinen Job haben, dann finde ich das gut. Ich finde das gut, weil es wiederum etwas für unsere gesamte Wirtschaft und unser Land tut. Und in dem Moment, wo ich dieses Gefühl habe für eine Rechnung, für die Zahlung einer offenen Summe, bin ich entspannter, bin ich freudiger, sehe ich den tiefen Sinn dahinter. Und alles, was Sinnhaftigkeit in dir hervorruft, wird zu mehr Fülle führen. Also das war für mich bahnbrechend, weil ich war früher jetzt nicht unbedingt so der super Liebhaber von Steuerzahlen, aber es hat sich verändert. Ja, vor allem auch diese Wertschätzung, das finde ich auch sehr gut. Du gibst etwas gerne, weil du hast etwas dafür erhalten, etwas, was du wertschätzt. Und genau diese Wertschätzung, die färbt auf dich ab und du bekommst mehr und mehr ein Gefühl von, du gibst gerne. Und was sagt das zu deinem System, wenn du gerne gibst? Das bedeutet für dein System, ich habe. Und in dem Moment, wo du gerne gibst, wo du gerne kaufst, wo du gerne zahlst,
weiß dein System, ich habe. Und das wiederum kommt wieder als Ausstrahlung in deiner Energiewolke vor und das Universum reagiert auf das, was du bist, nämlich der, der hat. Und nicht der, der nicht geben will, der Rechnungen so lange rauszögert, bis sie, ich sag mal, dreimal gemahnt sind. Und vielleicht kennst du das, du musst sie ja sowieso zahlen, aber aus irgendeinem Grund bezahlst du sie lieber nicht. Oder erst, wenn es wirklich dann gar nicht mehr anders geht. Eine andere Variante könnte sein, dass du die Rechnungen sofort zahlst, wenn sie kommen und sagen, danke für das, was ich dafür bekommen habe. Und mit jedem Geldschein, wo du irgendwo bezahlst, genau mit diesem Gefühl zahlst, ich habe, ich habe, ich habe. Egal in welchem Umfang du Geld hast, aber du kannst dir vielleicht kleine Dinge leisten und dann sagen, ich habe. Und das ist wirklich etwas, was dein ganzes Verhältnis zu Geld und Geld ausgeben, also dem energetischen Fluss von Geld, wirklich zugute kommt. Denn Geld ist nichts anderes als eine Energie. Und die Frage ist, wie gehst du mit dieser Energie um? Wertschätzt du sie? Liebst du sie? Findest du sie toll? Möchtest du sie gerne als deinen Freund in deinem Leben haben? Dann teil deinen Freund mit den anderen. Energien, Dinge, die man liebt, teilt man, damit es einfach auch sich noch mehr vermehren kann. Und genauso ist es auch beim Geld. Das Geld fühlt sich bei dir wohl, wenn es einen entspannten Umgang mit dir hat. Wenn du es auch mal loslässt und es frei ist und es wieder zu dir zurückkehren darf. Und so macht Ken Honda das immer, dass er sagt, gib das Geld ruhig weg. Also nicht alles natürlich, bitte das jetzt nicht missverstehen, immer alles im Rahmen bitte und ohne Schulden zu machen, wenn möglich, wobei manchmal ist auch das nötig, aber du weißt, was ich meine, also jetzt nicht übermäßig und unvernünftig, sondern so, dass es in deinen Rahmen passt, aber je mehr du es fließen lässt, umso mehr kann es zu dir zurückkommen. Er sagt, gib es weg wie Freunde, auf deren ja Anklopfen an der Tür du dich letzten Endes dann auch wieder freust und so ist es auch da in einem angenehmen Fluss und wird wieder zu dir zurückkehren. Wir hoffen, du hast ein paar Impulse dazu mitnehmen können jetzt. Und es geht natürlich bei Fülle nicht nur um Geld. Nur bei den meisten, die eben solche Fragen stellen, die beziehen sich auf die finanzielle Fülle. Und deswegen haben wir uns dort heute mal darauf bezogen. Und dieses Weitergeben, andere unterstützen, das muss nicht nur in Geld sein, sondern das kann auch mal, wenn du zum Beispiel sagst, ja, ich habe gerade einfach keine 5 Euro übrig für irgendwelche Obdachlosen, dass du dann vielleicht einen Apfel mit ihm teilst, was auch immer. Und genau in den Möglichkeiten, die du hast, etwas wieder zurückzugeben, das bringt die Energie in den Fluss. Alleine, wenn du siehst, dass jemand seine Tasche nicht tragen kann am Bahnhof, dass du unterstützt, dass du fragst, darf ich ihn die hochtragen? Oder dass du siehst, dass eine ältere Dame in den Bus kommt und es gibt keinen Platz mehr, dass du aufstehst und ihr diesen Platz anbietest, kann schon so viel in deinem Tag verändern und vor allen Dingen im Tag dieser Frau. Dass wir jetzt besonders in diesen herausfordernden Zeiten auch aneinander denken und einander unterstützen, über den Tellerrand blicken und gucken, wie geht's denn dem anderen? Vielleicht hat er wirklich gerade seine Grundlage verloren, hat gar keine Möglichkeit, sein Geld zu verdienen. Okay, dann schaue ich, dass ich ihn unterstütze. Vielleicht kann ich Gutscheine kaufen in Geschäften, die in deiner Stadt sind. Unterstütze diese Geschäfte. Wenn du das nicht tust und nur bei Amazon kaufst, dann brauchst du dich nicht wundern, dass es bald keine Geschäfte mehr gibt. Schau über den Tellerrand, schau, wo du unterstützen kannst, sodass es auch anderen nachhaltig länger gut geht. Ich glaube, dann wird diese Welt noch zu einem viel schöneren Platz. Und ich glaube, es ist wichtig, dass du nicht nur in materiellem Geben oder Unterstützung denkst, sondern auch mal mit etwas, mit Worten. Du machst es immer mit, ja, wenn jemand vorbeiläuft, hat ein schönes Lächeln, dass Christina den anhält und sagt, boah, sie haben so ein schönes Lächeln und sie sehen so toll aus. Also etwas mal anzusprechen, das sind wir gar nicht mehr gewohnt. Wenn die Verkäuferin etwas sehr, sehr gut erklärt oder einen guten Service bietet, ja, dann nehmen wir das für selbstverständlich, sagen uns vielleicht innerlich, boah, das war nett, aber wir melden es nicht zurück. Also auch das kann die Energie in den Fluss bringen, indem du gibst an schönen Worten, an Motivation und an Inspiration. Und das wünschen wir dir sehr für diesen Tag heute und hoffen, dass du genau dieses Strahlen, was wir damit meinen, in dein Leben bringst. Denn dein Strahlen macht diese Welt ein Stückchen heller. Wir wünschen dir jetzt einen schönen Abend, schönen Tag, wo auch immer, wann auch immer du das hörst. Bis bald. Tschüss.